Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben heute hier den Clint von dem YouTube-Kanal Gonzales und Clint und ich bin der Sashi. Sag mal, hallo, na? Hallo, na? Ja, geht doch. Super, ne? Nicht so wie bei Gonzales, ne? Nee, der ich hab mir das angeguckt, also. Nee, der hat's nicht so drauf. Soll einmal hallo sagen. Ich komm ja. Auf den Norden. Aber ist es bei euch normal, dass ihr euch gegenseitig disst dann in Abwesenheit? Ab und zu, ja klar. Ja, ja. Und auch vor allem in Abwesenheit, wenn der andere sich nicht wehren kann, das ist geil. Das ne? ist richtig geil. Was ein Arschloch, der Typ. Ab und zu? Wie ab und zu? Ja, ab und zu. Manchmal ist es auch ganz nett, aber dann musst du ihm halt nochmal zeigen, dass er wirklich ein Arschloch ist. So eine so auf dem Nacken hinten drauf, aber da musst du dich ganz schön strecken. Ne? Ja, ich mach das auch immer, wenn ich so einen kleinen Trittleiter gerade da habe. Dann immer schnell. Oder einen Kasten Bier. Ja, aber ja. Da stellt man sich ungern drauf. Aber eigentlich wollen wir über den 7. Juli reden, ja. Über den heutigen Tag. Der 7.7. Ja. Wer hat da Geburtstag? Da hat Erik Zabel Geburtstag. Hier Erik Zabel. Hier die alte Luftpumpe. Ja, Luftpumpe, genau. Irgendwas mit dem Rad hat er gemacht. Ja, hat sich dopen lassen und hat dann geheult, ne? Ja, also haben so ein bisschen Mama gemacht. Aber der ist ja richtig erfolgreich eigentlich. Ja, 6-mal grünes Trikot, Sprint-Spezialist. Bei Tour de France? Ja. Ja? Unglaublich, ne? Warst du schon mal mit Tour de France... Dings? Ja. Zuschauer? Ja. Zuschauer? Nee, ich finde das immer so ein bisschen langweilig. Kannst du Radfahren? Das kann ich. Ja. Stützräder bleiben dran. Ja. Nicht, dass ich umfall. Ja, ja, nee, Radfahren, wenn ich frage Radfahren, dann meine ich ja nicht mit Stützrädern, sondern ich meine ja mit zwei Rädern. Ja, das, ja, die anderen beiden sind ja in der Luft, die halten dich ja nur noch. Ich merke, du hast gar keine Ahnung. Auf jeden Fall am 7. Juli 1974 wurde Deutschland zum zweiten Mal Fußballweltmeister. Ja, ja gut, das kann sein. Ja, da hast du keine Ahnung von. Da habe ich leider, das, oh, ich weiß, dass die da, also ich war da auch noch nicht auf der Welt, das will ich immer betont haben. Okay, ja? Dann habe ich ja. Seit 74 ist Deutschland mit 2-1 Weltmeister geworden gegen Holland. Da haben sie auf jeden Fall schon mal was für die Ewigkeit. War das nicht da, wo der gespuckt hat? Ach, du hast überhaupt keine Ahnung. Das war 1990, das war der Frank Rijkaard. Ja, aber auch Holland. 74, ach komm. Ja, aber was war am 2. Juli, was war noch da? Am 2. Am 7. Wir haben den 7. Entschuldigung. Ja. 7. Juli? Jetzt ich? Ja, du natürlich. Ich. Ich habe gedacht, du bist noch, wir sind noch da weiter. In Japan, das warte kurz, da muss ich mal eben. Tanabata-Fest. Tanabata. Tanabata. Also kam ja richtig flüssig bei dir. Ja. Also Chinesisch. Auch nicht. Ja. Was? Chinesisch? Ja. Aber ja, nee, Japanisch. Alter, hör mir auf. Gar nichts. Ja, also das Sternfest, hast du recherchiert, was das Sternfest zu bedeuten hat? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht. Geht das um die Sternbilder, die ja. Wir da haben. Aber am 7. Juli, da hat auch Boris Becker das erste Mal Wimbledon gewonnen. Oh, Boris. Sagt dir das was, Boris Becker? Ja, Boris Becker sagt mir was. Ja? Ja. Hast du Besenkammer? Teppichabtage und so. Ja, ja, heutzutage denkt man immer, das ist der Berufter vom Herrn, aber der war ein richtig guter Tennisspieler. Nummer 1 gewesen auch. Und mein Hero damals. Ich habe auf der Straße habe ich immer hier, ich war immer Boris Becker. Da bin ich immer mit der Zunge. Quiet please, advantage Becker. Habe ich gesagt immer. Ah. Ja. Und auf der anderen Seite war Ivan Lendl und der habe ich immer auf die Fresse gehauen danach, weil der immer gewonnen hat. War ein bisschen also auf der Straße jedenfalls. Also im wahren Leben hat der Boris Becker, glaube ich, öfter gewonnen. Ja. Ja, das war der 7. Juli. Oh, die sehen auch noch so jung aus. Ja, der war ja erst 17. Ja, puh, ich sah nicht so, na doch, vielleicht doch. Mit 17 Jahren hat er Wimbledon gewonnen. Oder was hast du mit 17 Jahren denn gemacht? Ich? Ja, in die Hose geschissen hast du da noch. Vielleicht. Vielleicht. Das will ich jetzt ja nicht bekannt geben. Gucken wir ja, noch zu viel das, zu. Das war der 7. Juli. Wenn ihr jetzt hier das Video zu Ende ist, dann geht ihr auf den Kanal von Gonzales und Clint. Haben wir das irgendwo hier markiert? Oder? Nö. Achso. Und in der Videobeschreibung. Ja. Und dann könnt ihr da mal ein Abo dalassen. Ja. So ein, ne? Einmal. Klicky, klicky, ne? Ja. Cheerio, Miss Sophie. Halt die Haare. Lass reden. Ach, das muss ich ja sagen. Eigentlich ja, aber ja. Ich wollte dich da. Du hast ja Tschüss. Machen wir nächstes Mal. Okay.